Hi Leute, herzlich willkommen auf den Überraschungsei-Kanal. Heute haben wir hier wieder verschiedene Überraschungseier. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein Hello Kitty-Ei. Diese kleine Katze wird uns jetzt dabei helfen, ihre Freundin Hello Kitty aus diesem Überraschungsei auszupacken. Ich glaube, danach haben wir zum Beispiel noch ein Winnie-Pooh-Ei, aber wir machen erstmal dieses Ei. Denn, das ist wieder so lustige, zweifarbige braune und weiße Schokolade. Und da drin haben wir eine rosa Kapsel. Rosa Kapsel, ganz eindeutig, ganz typisch Hello Kitty-Ei. Geht ein bisschen schwer auf und wow, coole Sache. Wir haben wieder eine Figur drin. Figuren sind doch immer irgendwie das Beste, auch wenn man damit irgendwie nicht so richtig spielen kann und man ja auch manchmal gerne etwas bastelt, aber es gibt schon ziemlich viele verschiedene Figuren, wenn man hier auf diesem Flyer mal schaut und wir gucken einfach mal, welche wir haben. Und wir haben ein Hello Kitty mit roter Schleife, wie immer, und einer Blume in der Hand. Ziemlich süß, ziemlich fein, wie ich finde. Was meint die Katze? Die Katze setzt sich hier ins Auto und genau, gemeinsam mit diesem Mädel machen wir jetzt ein Winnie-Pooh-Ei auf. Winnie-Pooh. Ja, was meint ihr? Was wird da wohl drin sein? Ich weiß es auch noch nicht. Ich bin aber schon schwer gespannt, was wir diesmal in einem Winnie-Pooh-Ei haben werden. Aber ich vermute einfach mal einen Aufkleber, eine Süßigkeit und ein Spielzeug. Wir hatten ja in letzter Zeit schon öfters Winnie-Pooh-Eier. Und tatsächlich, wir haben Süßigkeiten in Form von kleinen Traubenzuckerbonbons, in Form von kleinen Beeren, Winnie-Pooh. Ein Aufkleber natürlich. Ja, den kann man sich dann irgendwo hinkleben. Und was ist das hier? Sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Ein Schlüsselanhänger mit einem... Ja, ich weiß schon wieder den Namen nicht, mit einem Esel. Könnt ihr mir den Namen von dem Esel sagen? Dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. Ich bilde mich da immer gerne weiter. Wir haben ja hier ziemlich viele Figuren und ich weiß nicht von jedem den Namen ziemlich genau. Cool. Ja, kann man sich gar nicht entscheiden. Hello Kitty oder dieser Anhänger, was ist schöner? Was meint ihr? Und wenn es euch gefallen hat, dann einfach diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.